Hey Leute, ich bin Johannes von Coffee Circle. Wir zeigen euch heute die Testsieger aus unserem Espressomühlentest und geben euch ein paar Tipps, worauf ihr beim Kauf einer Mühle achten müsst. Wir haben in den letzten Wochen so einige Mühlen für euch getestet und dabei vor allem auf Benutzerfreundlichkeit, Verarbeitung und Qualität des Mahlergebnisses geachtet. Wenn ihr den ausführlichen Testbericht lesen wollt, könnt ihr das über den eingeblendeten Link tun. Jeder gute Barista der Welt wird euch dasselbe erzählen. Für einen guten Espresso kommt es klar auf die Qualität der Bohne an. Ist aber der Kaffee nicht homogen genug gemahlen, werden die zu kleinen Partikel überextrahiert, während die zu großen Partikel ihr Aroma nicht genügend abgeben können. Dies kann keine Espressomaschine der Welt verhindern. Eine gute Espressomühle ist deshalb wichtiger als eine teure Espressomaschine für einen guten Espresso. Die Homogenität des Mahlgutes haben wir mit dem Keck Sand Shaker getestet. Durch unterschiedlich große Siebe lassen sich die Kaffeepartikel voneinander trennen und man kann messen, wie gleichmäßig das Mahlergebnis der Mühle ist. Um einen objektiven Vergleich zu ermöglichen, haben wir jede unserer Testmühlen für einen optimalen Espresso eingestellt. Für die Betrachtung des Mahlgutes haben wir außerdem getestet, ob die Mühlen bei der Timer-Einstellung auch konsistent die gleiche Menge Kaffee mahlen und uns den Totraum der Maschinen angeguckt, also wie viel Kaffeemehl nach dem Mahlen in der Maschine hängen bleibt und den Geschmack eures nächsten Espressos verfälscht. Bring ich mal nochmal zum Lachen kurz. Unser Testsieger ist die Baratza VT AP. Sie ist komplett aus Edelstahl gefertigt und arbeitet mit 54 mm großen Keramikmahlscheiben. Über eine Makro- und eine Feintuning-Einstellung lassen sich 260 Mahlgrade unkompliziert einstellen. Die Mühle hat uns vor allem durch ihr Mahlergebnis überzeugt. Die Baratza mahlt sehr gleichmäßig und produziert dabei sehr wenige Feinpartikel. Außerdem mahlt die Mühle sehr konsistent. Wenn man die Timer-Funktion für einen Siebträger einstellt, hat die gemahlene Menge lediglich eine Abweichung von 3%. Durch ihre Bauweise wird der Totraum minimiert. Das Kaffeemehl fällt senkrecht aus dem Grinder. Zudem liegt die Mühle trotz ihrer hohen Mahlgeschwindigkeit in puncto Lautstärke im mittleren Bereich unserer Testmühlen. Die einzige Schwäche weist die Baratza VT bei der integrierten Waage auf. Ihr könnt die Wiegefunktion leider nicht mit dem Siebträger benutzen, sondern nur mit dem mitgelieferten Pulverbehälter. Wenn ihr mit diesem kleinen Manko leben könnt, findet ihr in der Baratza VT die perfekte Mühle für den semi-professionellen Gebrauch daheim. Wer eine günstigere Alternative sucht, sollte für rund die Hälfte des Preises die Eureka Mignon in Erwägung ziehen. Sie zeichnet sich vor allem durch ein sehr homogenes Mahlergebnis und eine gute Verarbeitung aus. Die feine, stufenlose Einstellung des Mahlwerks ist Fluch und Segen zugleich. Sie bietet einerseits viel Spielraum, erfordert aber auch viel Zeit und Geduld beim Einstellen. Wenn ihr aber Espresso-Liebhaber seid und eure Mühle nicht häufig umstellt, dürft ihr euch das nicht weiter stören. Bei sehr feinen Mahlgraden fängt das Mahlgut an zu verklumpen, was leider die Konsistenz der Mahlmenge beeinflusst. In der Gesamtbetrachtung bietet die Eureka dennoch für jeden Einsteiger den ersten Schritt zu einem richtig guten Espresso. Preis-Leistungssieger unseres Tests ist die Gerev CM 800. Sie punktet vor allem dadurch, dass sie sehr einfach einzustellen ist und für ihren Preis ein sehr gutes Mahlergebnis erreicht. Sie arbeitet mit einem Kegelmahlwerk aus Edelstahl und ist auch ansonsten stabil verbaut. Der größte Nachteil der Mühle ist der lange Weg vom Mahlwerk bis zum Auswurf. Hier bleibt viel Kaffeemehl hängen und gelangt erst beim nächsten Mahlen in den Espresso. Wir raten euch deshalb, die Mühle vor jedem Benutzen ordentlich auszuklopfen. Die restlichen Testmühlen findet ihr in unserem Testbericht. Dort haben wir jede Mühle auf ihre Stärken und Schwächen getestet und zeigen euch auch die ausführlichen Ergebnisse zu anderen Kriterien wie Lautstärke, Mahlgeschwindigkeit und Reinigung der Mühlen. Viel Erfolg bei der Auswahl eurer Espressomühle!